Hallo, liebe Leute, hier habe ich von Amazon einen Laptop-Notebook-Rucksack zum Testen bekommen. Schauen wir uns mal den Rucksack genau an. Das Material hier ist wirklich sehr, sehr dick. Also von Qualität, von Verarbeitung hier ist es wirklich top. Ich kann da nichts Negatives finden. Die Nähte sind hundertprozentig sehr gut genäht. Das Material ist sehr, sehr dick. Also gegenüber die anderen Rucksäcke. Normalen Rucksäcke ist es wirklich sehr dickes Material. Dafür ist es ein bisschen steif, aber es ist halt so wegen der Dicke. Und was haben wir hier? Also es ist hier zum Beispiel, man kann das einfach hier aufmachen. Und es ist wirklich fest, muss ich sagen. Also es ist nicht so, dass es einfach aufgeht aus Versehen oder was. Und dann hätten wir hier nochmal innen drin. Reißverschluss, also es geht in beide Seiten auf. Das sind zwei Reißverschlüsse. Muss ich auch sagen, das hier ist genauso gut die Reißverschlüsse. Es ist richtiges, schweres, gutes Metall. Also kein dünnes Metall, den man hier verwendet hat, sondern man hat ganz genau auf die Qualität Obacht gegeben. Es ist wirklich dick und groß. Also man kann richtig schön anfassen und hier aufmachen. Dann hätten wir hier nochmal ein Täschchen vorne. Also einen Fach, der auch nicht aus Versehen leicht aufgeht, sondern es geht schwer auf. Finde ich super, dass es schwer aufgeht, weil das kann dann nicht von sich alleine irgendwie aus Versehen aufgehen. Und das Täschchen ist richtig groß, bis nach unten geht es, dieser Fach, also von hier bis nach unten. Dann hätten wir hier noch mal einen Reißverschluss und da ist ein kleiner Fach und dieser Fach geht von hier ungefähr bis da. Was hätten wir noch? Und dann hätten wir auf der Seite noch einen Fach, also ein Täschchen hier. Und auf der anderen Seite hätten wir nochmal dasselbe Täschchen hier. Also ist genug da, muss ich sagen. Und dann schauen wir uns mal diesen großen Fach an. Und da innen drin habe ich jetzt einen Gaming-Laptop 17 Zoll. Und das passt also ohne Probleme rein. Also da ist noch Luft dazwischen, also links und rechts. Ehrlich gesagt, ich habe sogar einen anderen Laptop hier, der ist zwar auch 17 Zoll, aber trotzdem von der Breite hier ist er ein bisschen größer als das hier. Sogar der hat reingepasst. Und ich habe sogar neben dem 17 Zoll Gaming Laptop habe ich hier nochmal einen kleineren Laptop, also 13 Zoll reingetan. Der hat genauso hier reingepasst ohne Probleme. Natürlich muss man hier beim Gaming Laptop sagen, da hier hinten in diesem Fach hier muss natürlich auch das Netzteil rein und die passen natürlich ganz genau rein, das Netzteil und die Ersatzakku passt genauso hier mit rein. Also da ist wirklich Platz drin und innen drin hätten wir noch mal zwei Fächer, das heißt einmal einen Reißverschluss und einmal einen kleinen Fach und das geht auch bis runter. Also man hat wirklich genug Platz hier drin überall. Und ist es wasserfest? Ja, innen drin ist es aus so einer Art Folie komplett und da kommt natürlich kein Wasser von außen rein. Wenn man von außen doch Wasser eindringen sollte, durch den Stoff, was auch nicht möglich ist. Ich habe da ein paar Tropfen drauf getan, ein bisschen Schüttwasser drauf getan. Es ist nichts reingegangen. Aber sagen wir mal trotzdem, wenn da was durch den Stoff durchkommt, dann ist es auf jeden Fall hier bei der Folie zu Ende, Schluss, da kommt nichts rein. Also es wird eher große, richtig schöne Rucksack. Und dieser Gaming-Laptop, der wiegt wirklich sehr viel Gewicht. Also der ist wirklich schwer. Und wenn solche Laptops da sind, große Laptops und dicke Laptops, macht nichts, weil hier hinten am Rucksack die Halterungen hier für Rucksack für die Arme, die sind wirklich ziemlich dick und richtig gepolstert sind die. Ich habe diesen Rucksack mal probiert und getragen mit zwei Laptops, keine Probleme. Also ich finde das wirklich sehr, sehr gut. Die Polsterung ist sehr super und hier hinten ist es natürlich auch ein bisschen gepolstert. Also finde ich es top, von mir 5 Sterne, ein Daumen hoch.